Servus, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch mit eurem 3D-Drucker und einem kleinen 5-Cent-Stück euren eigenen personalisierten Flaschenöffner erstellen könnt. In meinem Fall habe ich den Flaschenöffner wie ein Hai gestaltet, das seht ihr hier. Und nach diesem Video solltet ihr aber in der Lage sein, euren Flaschenöffner dann so anzupassen, wie ihr das wollt, also dem eine ganz eigene Form zu geben. Wie ihr seht, besteht der Hauptteil des Flaschenöffners aus einem 3D-Druckobjekt, diesem grauen Teil, und halt hier in der Mitte diesem kleinen 5-Cent-Stück, was hier reingepresst wurde. Es wurde nicht festgeklebt, das ist einfach nur da reingedrückt und das dient halt zur Stabilisierung, dass man damit auch Kronkorken von Flaschen lösen kann. Damit ihr meiner Anleitung zu Hause besser folgen könnt, habe ich unten in der Videobeschreibung ein paar Links bereitgestellt, die führen euch zu einzelnen 3D-Objekten, wo ihr dann einfach selbst in Autodesk mit rumprobieren könnt. Dazu aber später nochmal mehr. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie ihr euch selbst mit Autodesk Fusion 360 so ein 3D-Modell selbst erstellen könnt. Hier nochmal der kleine Hinweis, Autodesk Fusion 360 ist für Privatanwender komplett kostenlos. Ihr müsst da wirklich gar nichts bezahlen. Ist ein bisschen tricky die Anmeldung, aber lasst euch da nicht verirren, das ist wirklich komplett kostenlos. So, jetzt aber genug geredet, legen wir erstmal mit der Erstellung des 3D-Modells los. So, und dann sind wir auch schon im Autodesk-Programm und wie gesagt, zeige ich euch jetzt, wie ihr euch einen coolen Flaschenöffner erstellen könnt. Und ja, das ist jetzt schon das fertige Produkt nachher. Das ist so ein kleiner Hai, den ich schon erstellt habe. Hier seht ihr den Schlitz, wo nachher so ein 5-Cent-Stück reingepresst wird. Das wird da auch gar nicht festgeklebt oder so. Das wird einfach reingedrückt und dann hält das auch gut genug. Und genau, wie ihr euch das jetzt erstellt, das zeige ich euch. Unter dem Video findet ihr auch ein paar Links, wo ihr die Datei und auch noch andere, wie zum Beispiel das hier, das ist nochmal so ein grober Rohling, den ich angefertigt habe. Das war der erste Test, den ich selbst dann ausgedruckt habe, wo ich einfach geguckt habe, ob die ganzen Maße stimmen, also der Abstand hier oben und ob das 5-Cent-Stück da auch reinpasst und so weiter. Und das würde ich euch auch immer empfehlen. Macht vorab, wenn ihr solche Modelle, wo wirklich die Maße auch wichtig sind, macht vorab einfach so ein grobes Testmodell und testet einfach, ob die ganzen Maße richtig sind, weil ihr ärgert euch am Ende, wenn es dann nicht funktioniert. Okay, und dann das Wichtigste noch, ist einmal hier so eine kleine Rolling-Datei, das ist nur eine Skizze, das sind quasi ganz grob die Maße hiervon und da zeige ich euch jetzt, wie ihr mit dieser einfachen Skizze und Autodesk euch nachher ja, so ein cooles 3D-Modell hier erstellen könnt und das relativ simpel. Ich habe das Ganze mit einer super simplen Methode gemacht und zwar habe ich diesen Rolling vorher auch schon mal ausgedruckt gehabt und konnte dann mir das Ganze nachzeichnen, hier so, also hier, das ist nochmal ein anderer, ich hatte für eine Silvesterparty schon mal ein anderes Modell mal ausprobiert, weil wir hier keine Flaschenöffner hatten und da habe ich einmal so 2020 halt reingeschrieben und nochmal hier so ein, es soll jetzt hier kein Auge sein, aber darüber bin ich dann auf die Idee gekommen, da so ein Tier halt draus zu machen, weil hier halt nur so ein bisschen für so eine Flosse fehlte. Und genau, da bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, so einen Hai-Flaschenöffner zu machen. Und das habe ich einfach quasi nicht abgepaust. Ich habe das hier umrandet mit einem Stift. Und sieht man hier auch noch die Linien von dem Grundmodell. Und dann habe ich da einfach drauf rumgekritzelt und geguckt, dass ich da halt irgendwie einen Hai draus mache. Dann abfotografiert und das Ganze kann man sich jetzt halt in Autodesk in der Skizze öffnen. Und das machen wir jetzt auch. Ihr öffnet halt einfach diese Rolling-Datei mit der Skizze. Da, ups, da klickt ihr dann hier unten Doppelklick, um die Skizze zu bearbeiten. Dann könnt ihr hier oben ein Bild einfügen, einen Ansichtsbereich. Dann wählt ihr die Grafik aus. Und ja, müsst erst noch die Skizze auswählen. Dann seht ihr, das ist ein bisschen komisch hier. Das werdet ihr jetzt drehen. Ich muss jetzt hier minus 90 Grad eingeben. Und dann noch die Skalierung ändern. 5, ja, mach mal 5,3. Ja, ich guck mal, ob das so passt. Den Abstand könnt ihr noch ändern. Ne, minus 30. Auch nicht ganz, minus 32. Ja, ungefähr so. Ihr müsst halt gucken, dass die Skizze hier nachher auf euren Gezeichneten so gut drauf liegt, dass das alles passt. Also ich muss jetzt noch den Y-Wert verändern. 10. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Wichtig ist halt, dass das nachher noch funktionell ist, dass ihr hier nachher noch diesen Freiraum habt, wo ihr auch dann das 5-Cent-Stück reinstecken könnt und dass der Abstand hier relativ gleich ist. Also da darf nicht zu viel weggenommen werden, weil
Ja, das habe ich alles eigentlich so relativ genau ausgemessen, weil hier ja nachher der Kronkorken steckt und der muss ja auch ein gewissermaßen Platz haben. Alles, was ihr hier macht, könnt ihr ja frei umformen, wie ihr wollt. Und genau, dann klicken wir auf OK, weil das sieht eigentlich so jetzt ganz gut aus. Und dann können wir jetzt auch schon anfangen, die Skizze zu bearbeiten. Und dafür wählen wir dann hier oben das Linienwerkzeug und fangen jetzt einfach mal hier vorne an. Noch ein wichtiger Tipp, also ich drücke auf meiner Tastatur Control, weil wie ihr seht, ich snappe hier so an die Linie dran, wenn ich Control nicht drücke. Und wenn ich jetzt Control drücke, dann könnt ihr euch quasi frei bewegen, ohne dass der Mauszeiger einfach so an irgendwelche Linien dran snappt, so wie hier jetzt zum Beispiel. So, das passiert nicht, wenn ihr Control drückt und dann könnt ihr euch einfach freier bewegen, ohne dass der Mauszeiger irgendwelche komischen Bewegungen macht. Und genau, ich werde jetzt hier anfangen und mich dann langsam einfach immer weiter klicken. Das mag jetzt auch noch ein bisschen grob aussehen, hier diese Kanten. Das ist aber überhaupt kein Problem, das werdet ihr später sehen. Und je genauer ihr hier arbeitet, desto ja, genauer wird nachher auch die Zeichnung. Nicht die Zeichnung, das 3D-Modell. Aber das ist wirklich kein Problem. Ihr werdet das später sehen. Man kann das auch noch im Nachhinein ein bisschen bearbeiten. So, ich werde jetzt erstmal hier lang gehen und die einzelnen Punkte setzen. Das geht auch wirklich relativ schnell. Ihr seht das ja, dann braucht man gar nicht so viel Zeit. Ich werde jetzt hier auch nicht überordentlich arbeiten. Ich habe das alles ja schon mal gemacht. Einfach nur mal als Beispiel, wie einfach das eigentlich ist. So, das ist wirklich kein Hexenwerk. Ah, guck mal, jetzt habe ich mich hier zum Beispiel ein bisschen vertan. Da drücke ich Ctrl Z und mache die beiden Schritte einmal zurück, muss dann nochmal das Linienwerkzeug auswählen, nochmal auf den Punkt klicken und kann dann weitermachen. So. Natürlich ist es noch besser, wenn eure Zeichnung nicht wie bei mir jetzt so ein bisschen sehr ungenau ist. Ich verwirre mich hier manchmal selber, mit welchen Linien ich jetzt hier so folgen soll gerade. Ah, hier ist, das sieht schon wieder nicht sonderlich gut aus. Dann mache ich nochmal zurück. Und weiter geht's. So. Und jetzt kommen hier schon die Zähne. So, und jetzt lasse ich Control los, weil ich möchte jetzt genau an diese Linie hier auch dran snappen, also dass der genau auf der Linie den letzten Punkt setzt. Das mache ich und wie ihr seht, ist die Linie jetzt mit der alten Skizze hier quasi verschmolzen. Und jetzt haben wir hier noch diesen offenen Punkt, da müssen wir dann auch nochmal mit dem Linientool weiterarbeiten. Hier mache ich dann direkt nochmal so einen Zahn hin. Und dann direkt noch einen zweiten. Mach das Ganze nochmal bis hier so hin und runde das hier so ein bisschen ab und lass das hier auch dann wieder an die Skizze dran snappen. So. Und genau, was ihr jetzt noch machen könnt, ist direkt auch noch das Auge und diese Kiemen hier zu machen. Das werde ich jetzt auch, denke ich mal, direkt tun. Dafür nehme ich jetzt diese Anpassungspunkt-Spline. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Mache dazu hier so ein paar Punkte und wie ihr seht, das ist wunderbar. Das ist eigentlich gut geworden, das kann ich so lassen. Und dann nochmal das Linienwerkzeug und ihm werde ich ein bisschen anders machen. So. So, und jetzt geht ihr auf Skizze fertigstellen, wenn ihr damit soweit zufrieden seid. Skizze fertigstellen und jetzt können wir eine Extrusion vornehmen, hier oben das Tool,
Und dann wählen wir einfach die Flächen aus, die wir extrudieren wollen. So, noch das hier. Sind hier hinten noch Flächen übrig geblieben? Nein. Und ja, das hier ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen hier, dieser Punkt. Ah ne, Quatsch. Das hier müssen wir noch auswählen. Und ja, dann sieht das eigentlich schon soweit ganz gut aus. Können einen Wert eingeben und der Wert ist jetzt wichtig. Das sind einmal 25 mm. Das ist ungefähr, ihr könnt es auch ein bisschen weniger machen, obwohl, nee, 25 mm solltet ihr auf jeden Fall nehmen und dann auf OK. Was wir nämlich jetzt noch machen müssen, dafür stört jetzt aber die Grafik, die blende ich jetzt mal aus. Moment, wo ist das? Da, Grafik ausblenden. Und jetzt sehen wir, dass hier so ein durchgehender Schlitz ist. Das Ganze wollen wir jetzt noch bearbeiten und dazu werden wir einmal hier drauf eine Skizze erstellen. Also ihr wählt einfach diese Fläche hier aus, geht dann auf Skizze erstellen. Dann geht ihr auf Körper und blendet jetzt mal kurz den Körper auf, sodass ihr nur die Skizze halt hier seht. Und dann werdet ihr zwei Rechtecke ziehen. So, und die Breite passt ihr an die Skizze an und die Höhe von diesem Rechteck, die soll 1,6 sein. Das habe ich einfach vorher so ausgemessen. Das macht ihr bitte auch entsprechend genauso, damit das nachher auch passt und das 5-Cent-Stück auch da nachher in diesen Schlitz reinpasst. 1,6. Und dann sind wir mit der Skizze auch fertig. Dann wählen wir nochmal das Extrusionswerkzeug aus. Wählen die beiden Flächen aus. Dann könnt ihr den Körper auch nochmal anzeigen. So, und jetzt könnt ihr das theoretisch auch hier hochziehen. Aber ich kann euch auch den Wert sagen, das sind auch 1,6. Und dann seht ihr auch, upsala, uiuiui, leck. So, dann seht ihr auch, das ist jetzt hier geschlossen und man hat hier diesen Schlitz. So, was auch noch wichtig ist, ist hier, Moment, noch einmal hier dieses Abrunden-Werkzeug auszuwählen und dann die vier Kanten hier außen auszuwählen. Und dann da einen Winkel, also eine Abrandung, ich sag mal von 1, ja 1 reicht, von einem Millimeter reinzumachen. Das ist dafür wichtig, dass ihr nachher einfach das 5-Cent-Stück besser da reindrücken könnt, weil beim 3D-Drucken, ja, da passieren schon ein paar Ungenauigkeiten. Das ist ja jetzt nicht irgendwie mit einer Metallfräse oder so bearbeitet, dass das auf dem 100. Millimeter genau ist und so könnt ihr da einfach ja, das 5-Cent-Stück besser reindrücken. Und was wir dann jetzt noch machen wollen, genau, was ich noch zeigen wollte, ist zum Beispiel wie hier hinten. Das sieht jetzt alles ein bisschen eckig und kantig aus. Und genauso wie das hier. Wie ihr das alles noch ein bisschen genauer hinbekommt, das zeige ich euch jetzt. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach. Also wir nehmen am besten jetzt mal hier zum Beispiel hier diese Flosse. Da wählen wir auch einmal das Abrunden-Tool aus und wählen diese Kanten aus. Oh nein, das nicht. Nochmal rückgängig. So, so. So, und dann, ich drehe mal, dass das besser sieht. So, ihr seht ja, das ist jetzt alles noch ziemlich eckig. Und jetzt geben wir da einen Wert ein. Ich sage einfach mal 5. Und das ist schon eine ganze Menge mehr abgerundet. Ich gebe jetzt nochmal 10 ein und ihr seht, wie sich das wirklich hier so verzieht und abrundet. Nochmal 0. Damit ihr das seht, wie es vorher aussah, also eckig und jetzt nochmal 10 abgerundet. So, und da sieht man auch schon ganz schönen Unterschied. Und das Ganze machen wir jetzt auch nochmal für die anderen Linien oben. So, so, so. Und auch nochmal 10. Und ja, man sieht hier, das gibt richtig schöne Kurven. Und das könnt ihr natürlich auch genauso mit den Linien hier oben machen, einfach um das Ganze ein bisschen smoother zu machen. Ja, das sieht gut aus. Man seht ihr auch schon, da kann man das wirklich gut mit bearbeiten. Man könnte jetzt noch die ganzen Ecken und so weiter alle abrunden. Man könnte auch noch die Kanten hier abrunden
Und ja, aber so weit, so gut. So sieht das Ganze jetzt aus. Und natürlich könnt ihr wirklich jede Form nehmen, die ihr wollt. Ich werde das Ganze jetzt einmal exportieren für den 3D-Drucker. Das macht ihr für diejenigen, die es noch gar nicht kennen, einfach hier oben auf Datei und dann auf 3D-Drucken einmal draufklicken. Dann wählt ihr einmal das Modell aus, was ihr drucken möchtet und könnt das entweder direkt an das 3D-Dienstprogramm senden. Meins ist aber jetzt auch, mein Drucker ist gar nicht angeschlossen. Könnt ihr auch abhaken und dann wird das halt auf eurem Desktop gespeichert in meinem Fall. Und ja, dann könnt ihr euch das halt hier dann speichern und im Nachhinein dann ausdrucken. Und das Ganze zeige ich euch jetzt einmal im Zeitraffer und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, ja, wie ihr gesehen habt, ist das Modell jetzt fertig. Der 3D-Druck bzw. der Flaschenöffner ist jetzt fertig. Ich habe das 5-Cent-Stück hier schon reingedrückt. Und wie euch vielleicht aufgefallen ist, für diejenigen, die ein bisschen aufmerksamer waren, hier ist an diesem 3D-Modell ist eine kleine Flosse noch dran. Das habe ich in dem Video jetzt einfach vergessen, das da mit dran zu machen. Aber das könnt ihr ja einfach selber gestalten. Ich habe euch ja gezeigt, wie das geht. Und genau, ich zeige euch jetzt einfach direkt nochmal, wie das funktioniert. Hier ein kleines alkoholfreies Bier. Und wie man sieht, das funktioniert problemlos. Erstmal Prost. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch damit auch ein bisschen weiterhelfen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lassen könntet und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Und falls du kein weiteres Video von mir verpassen möchtest, dann lass doch einfach ein kostenloses Abo da und hak die Glocke an, damit du auch immer benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video von mir erscheint. Auf meinem Kanal findest du übrigens auch noch andere weitere Videos und Anleitungen zu Autodesk Fusion 360 oder zum Thema 3D-Druck, auch Lasergravieren und sonstige Videos. Schau doch einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Ja, ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Mach's gut, bis dann, ciao.